Victoria, wo fahren wir jetzt her? Wir fahren jetzt, ich habe gedacht, ins Weidresti, in Höngoben. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Plätzchen. Und es hat eine ganz schöne Aussicht. Und ja. Ja, du hast ja schon auch deine Trainingsbasis in Deutschland, in Köln. Jetzt bist du aber daheim. Du hast eine Zeit lang daheim trainieren. Fahrst auch daheim mit deinem Auto rum. Nimmst du das manchmal schon mit an Turnier? Ja, es ist gäbig, wenn man so Turniere in der Nähe spielt. Linz ist jetzt ein gutes Beispiel. Es ist nicht so weit. Und ich bin auch mal froh, wenn ich mit dem Auto kann als Turnier, weil wir fliegen einfach so viel. Und das finde ich also schon sehr angenehm. Und ich finde es einfach lässig zum Fahren, das Auto. Und darum habe ich es jetzt super gefunden. Und du hast ja das nicht einfach zugetan, sondern du hast das nämlich gewonnen. Erzähl mal, wie war das? Ja, das war an der Schweizer Meisterschaft letztes Jahr. Und ich habe im Einzel gewonnen. Und auch weil ich mit meiner Schwester zum Glück noch Halbfinale doppelt gespielt habe, habe ich es jetzt für ein halbes Jahr können haben, das Auto. Wie man im Fettcup gesehen hat, Luzern, aber auch das Gestalt nachher, du bleibst auf, wenn du vor dem Schweizer Publikum spielen kannst. Ist das so? Oder was motiviert dich zusätzlich, wenn du in der Schweiz spielen kannst? Ja, ich habe das nicht einmal gewusst, dass ich dann es so gut spielen kann, wenn ich die Heime spiele. Aber es war wirklich das Jahr enorm, was dann auch passiert ist. Und ich glaube schon, dass ich mich dann in dem Moment anders fühle oder vielleicht wie auch das Gefühl habe, ich habe noch mehr Unterstützung, oder? Und ich finde es einfach ein schönes Gefühl, auch so vor Freunden und irgendwie Familie auch mal zu spielen. Ja. Als wir im Fettcup gegen Polen gespielt haben, bist du am Schluss beim Doppel zum Einsatz gekommen. Du bist eigentlich als Ersatz für die Weltnummer 1 im Doppel zum Einsatz gekommen. Ihr habt den Punkt geholt, die Schweiz ist aufgestiegen und das war eigentlich der Anfang von dieser grossartigen Fettcup-Geschichte, die ihr im Moment am Schreiben seid. Ja, also es war unglaublich speziell in diesem Moment. Es ist wie gerade eine Chance auf eine Art, die ich bekommen habe. Und die ich auch nutzen konnte. Und ich glaube, es war auch fast das Jahr jetzt ein bisschen gleich im Fettcup. Wir waren zuerst alle sehr traurig. Belinda ist nicht da. Und irgendwo durch hat uns das auch geschwächt als Mannschaft. Aber das war wieder eine Chance, die ich hatte. Und für mich war es in dem Sinne auch dann etwas Positives, dass ich sie nutzen konnte oder generell spielen durfte. Und dass es natürlich so perfekt aufgeht, ja, mit dem hat niemand gerechnet, aber es hat mir schon einen extremen Schub gegeben, glaube ich, beide Matches. Ja. Wie lange geht es denn, dass wir dort sind? Ah, das ist ja super. Ja, also es haben sich schon denke ich, ein paar Sachen verändert, also mehr jetzt eben im Aussen. Dass ich sage, okay, ich habe vielleicht ein paar Interviews mehr oder ich habe einfach auch eine grössere Medienpräsenz, als ich vorher hatte. Und ja, aber sonst, ich denke, als Person oder als Persönlichkeit bin ich natürlich gereift. Was ratest du Kindern, die davon träumen, Tennisprofi zu werden? Was würdest du mit auf den Weg geben? Wow, was würde ich ihnen mit auf den Weg geben? Ja, für mich ist es einfach schön, so quasi zu wissen, oder das sage ich mir auch immer wieder, keep it simple. Also, fang es nicht an, im Kopf zu überdramatisieren, zu überkomplizieren. Einfach bereit, offen zu bleiben und in dein Innere zu schauen und einfach
dich weiterzuentwickeln, neue Wege zu finden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach so das Grundvertrauen in sich oder in den Weg, wo man sich entscheidet zu gehen. Und der Rest, denke ich, ja, entwickelt sich dann so langsam. Thank you.